große danke, Show. Danke, Kaiser Beat steht da unten. 217 Weltcuprennen, deswegen diese Nummer statt der neuen. Hier ist Beat Volz und wir haben im Schweizer Radio ausgemacht. Wir stehen auf. Der wird stehend kommentiert. Wir stehen auf, wenn er jetzt fort. Alles Gute, Beat Volz, dreifacher Kitzbühel-Sieger hier in der Abfahrt. Sein letztes Rennen. Gesund bleiben, Gas geben und dann wünschen wir ihm alles Gute. Richtig. 14.78, der hat schier Eiligkeit. Und der muss attackieren, vorsichtig fahren, gesund bleiben, kann nicht in seinem Kopf sein, denn das wird gefährlich. Das passt aber nicht schlecht, das passt sogar sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, was hat der 32er, super Zeit. Oh, der schnell. Beat Volz in seinem letzten Rennen, willst du noch mal wissen. 13. Vorsprung hat er gehalten. Und jetzt nochmal alle seine Tricks auspacken für den Rest der Strecken im Flachen. Leider Gottes viel Zeit verloren dort oben. Jetzt ist wieder die Stelle da, oder von da weg ist der Schnee wieder sehr gut ausgerutscht, logischerweise, weil es steiler ist. 16 Jahre im Weltcup, 16 Weltcupsiege, Olympiasieger, Weltmeister, der hat alles gewonnen und eben auch dreimal Wengen, dreimal Kitzbühel. Aber schön führen den Ski jetzt an, da kann man ruhig eng bleiben. So, zu machen und nach rechts zu mir springen. Schauen wir mal, was er macht. Jetzt an der Linie, 36 Hundertstel fehlen ihm. Ein bisschen nach links eher. Hey, das war jetzt zu vergönnen. Wenn er jetzt ein bester Teamleger, das war wieder super über die Wellen drüber. Was ist das? Ein ausgepuffter Profi. Wieder eine super Fahrt, 43 Hundertstel. Er hat ein bisschen was aufzuholen. Fürs Podium, 57 Hundertstel Rückstand möglich. Was schafft Beat Volz? Ein letztes Mal über die Ziellinie. Jetzt ist bravo, er da. Beat. Bravo, Beat Volz. Sehr gut. Rang 7. Man kriegt wohl ein bisschen feuchte Augen. Oh ja, es ist schwieriger. Da ist Katrin Trindl mit den beiden Töchtern. Die Claire und die Luisa. Und er ist gesund geblieben. Was hat der erlebt auch mit diesem Knie, das ihn so lange blockiert hat? Eine große Karriere geht zu Ende.